Gott ist im Kleinsten am Allergrößten. Er lässt niemanden im Stich. Vergessen Sie das nie. Wir haben die Ideologie, Gesundheit ist alles. Es ist nicht alles, liebe Freunde. Es ist schön, wenn Gott uns was schenkt. Es ist großartig, dass wir Ärzte haben, Forscher haben. Es ist alles toll. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber es ist nicht alles. Was ist alles? Dass ich den Sinn meines Lebens erkenne und die schlaflosen Nächte endlich zu Ende sind. Dass ich die wahnsinnige Schuld, die auch ich, Peter Hane, auf mich geladen habe, vergeben kriege. Dass ich keine Angst mehr haben muss vor dem Tod. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens und seitdem ich die kenne, habe ich keine Angst mehr. Und die Frage ist, stellen wir uns diesem Anspruch, nicht, dass Jesus ein Groschenautomat ist und der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche, nicht, dass Jesus ein bisschen Weihrauch ist für unsere Familienfeiern und Hochzeit und Taufen und Beerdigung oder wer weiß was alles, nicht, dass Jesus ein bisschen was ist für Bürgerlichkeit und Moral. Wir erleben ja heute, wie Jesus reduziert wird auf eine Gesetzlichkeit, dass man nur erschüttert sein kann. In meiner Jugend hieß es in Westfalen, Christ sein, du darfst nicht tanzen, du darfst nicht rauchen kein Wein trinken. Also das sage ich jetzt mal hier in der Pfalz. Das war so das Gesetz. Heute heißt es, du darfst nicht für Atomkraftwerke sein, du musst unbedingt Waffen anschaffen, das ist ja die neue Ideologie. Nicht? Vor 2 Monaten wäre das noch alles unmöglich gewesen. Das heißt, wir erleben eine erschreckende Gesetzlichkeit. Jesus ist aber nicht gesetzlich. Er ist souverän und sagt, hier ist mein Wort. Könnt ihr alle nachlesen. Mein lebendiges Wort, die Bedienungsanleitung für euer Leben. Wollt ihr es haben oder nicht? Was für eine unglaubliche Souveränität. Und deshalb sage ich, Jesus-Liebe und Bibel-Liebe sind 2 Seiten derselben Medaille. Jesus-Treue und Bibeltreue sind 2 Seiten derselben Medaille. Lassen Sie sich das von niemandem einreden, von niemandem, dass das 2 verschiedene Paar Schuhe sind. Als könnten Sie so dem lieben Herrn Jesus, der all der, natürlich ist Jesus inklusiv. Jesus ist sogar so inklusiv, dass er Pest und Cholera, Huren und Zöllner nicht abgewiesen hat. Jesus ist inklusiv. Jeder darf kommen. Ich darf kommen, wie ich bin, damit ich nicht mehr so bleibe, wie ich bin. Das ist der Schlüssel zu allem. Ich komme, wie ich bin. Mit meiner Schuld, mit meiner Not, mit der ganzen Sünde meines Lebens. Mit der Orientierungslosigkeit, der Hilflosigkeit, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich darf kommen, wie ich bin, damit ich nicht mehr bleiben muss, wie ich bin. Dass Jesus mich verändern kann. Ja, er hält bei uns aus, auch wenn es nicht mehr zum Aushalten ist. Wer sich auf Jesus verlässt, ist niemals verlassen.